Oh, da wären wir auch schon. Ich hoffe, es funktioniert alles richtig. Ich habe keine Ahnung. Ich habe noch nicht richtig geguckt. Und ich habe auch keine Ahnung. Ach, waren wir nicht zuletzt in dem Fahrstuhl? Genau, wir sind durch den Fahrstuhl. Ich habe doch gar keine Ahnung, Leute. Können wir da zurückfahren? Aber das Vieh ist doch da immer noch. Ja gut, ich hoffe, dass wir wenigstens alle Sachen haben. Egal, wir fahren mal wieder zurück. Wurdest du reich beschenkt? Ja. Also ich sag jetzt mal so geschenketechnisch, geburtstagstechnisch. Ist vielleicht nicht das ergiebigste Jahr. Also da gab es Jahre, die viel, viel besser aussahen. Aber wie gesagt, dafür, dass ich eigentlich gar nichts möchte, ist alles in Ordnung. Also man soll ja auch sich nicht beschweren. Also besonders, ich bin in einem Alter. Ich bin fast 30. Ich krieg die ganze Zeit nur Nachrichten mit, du bist halt scheiß alt. Also ich werde beleidigt ohne Ende. Also ich bin eigentlich an einem Punkt im Leben, wo ich sagen würde, oh, Louis Notiz 2, ich hab's nicht nötig. Also finanziell eigentlich schon, aber ich sag mal jetzt mal so, ich sag mal, nötig hätte ich eher sowas wie einen Gefrierschrank oder sowas, aber naja. Louis Notiz Nummer 2. Der erste Kastellan begrub die Last Plagas tief unter der Burg, um sie völlig zu verstecken. Als aber Salazar sie freiließ, dachte niemand, er würde sie wieder zum Leben erwecken können, da sie nur aus mumifizierten Überreste waren. Ah, das Bild da im Hintergrund. Das ist einer dieser Dinger, die da denen aus der Kehle rausgehen. Ich muss was trinken, mein Hals tut weh. Einen Moment. Wir müssen nur Prioritäten setzen. Jeder wusste, dass die Parasiten ohne Wirt nicht überleben können, aber als Salazar und seine Leute die Überreste ausgruben, schien es fast, als ob die Last Plagas nur darauf warteten, entdeckt zu werden und wieder aufzuerstehen. Jahre später begannen die Dorfbewohner, die bei der Ausgrabung der Last Plagas geholfen haben, an Krämpfen zu leiden, und eines Tages wurden sie zu gewalttätigen Wilden, also die Menschen. Später fand man dann heraus, dass dies von den Last Plagas verursacht worden war. Die hatten all die Jahre im Zellstadium in Sporenform überlebt. Anscheinend atmeten die Dorfbewohner beim Ausgang die Sporen ein, die in den Körper wieder aktiv werden. So erwachten die Last Plagas zu neuem Leben. Während ich schreibe, werden weitere Last Plagas ausgegraben. Wer weiß, wie viele dieser Plagas bereits wiederbelebt wurden, ganz zu schweigen von all den Ganados, die geschaffen wurden. Ihr unmenschliches Treiben muss ein Ende finden. Wenn sie nicht aufgehalten werden, könnten weltweit Menschen zu Opfer ihres verrückten Kults werden. Okay. Ja gut, dann haben wir ein bisschen Lore. So, hier können wir mal speichern. Hier haben wir wieder eine Schießbude. Sehr, sehr schön. Da gehen wir auch, glaube ich, als erstes hin, bevor wir Sachen kaufen. Weil dann sind wir gleich schon direkt vorbereitet, je nachdem, was dort passiert. Ja. Ich weiß gar nicht, das müsste dann die vorletzte sein, ne? Wir nähern uns dem Ende, Leute. So, ich glaube, hier gibt es auch nie was, ne? Das ist einfach nur ein Vorraum. Kann ja was prüfen. Höchstpunktzahl 4000. Okay. Hallo, mein Freund. Welcome. Ja, das Spiel musste Waffen. Ja, kennen wir ja schon. Interessant, dass wir jetzt wieder hier an dem Punkt sind. Gut! Dann wollen wir doch mal starten. Es gibt A, B und C, interessant. So. Wieso hat er gelacht? Einen Moment, Fluffy. Ich spiele noch kurz das Spiel zu Ende. Dann lasse ich mir das in Ordnung, in Ruhe durch. Scheiße. Ist das nicht dasselbe Spiel wie letztes Mal? Ah, nichts bekommen. Der Sonntag ist leider für mich zu Ende. Ich wünsche euch ein ganz viel Spaß und einen guten Start in der Woche. Dir auch. Ich hoffe wenig Stress. Ich hoffe ganz viel Ruhe und ich hoffe ganz viel Laune. Also. Ich weiß, es ist meist nicht da, aber ich drücke trotzdem die Daumen. Deswegen, ich wünsche dir eine schöne Woche auf jeden Fall und bis nächstes Mal. Danke, dass du heute dabei warst. Schlaf gut und bis nächstes Mal. Ciao.
So, wir müssen nochmal anfangen. So, versuchen es nochmal mit dem Typ A. Ich glaube, es ist wirklich exakt dasselbe Spiel. Das erinnert jedenfalls sehr stark daran. Wieso lacht der? Yo, was zur Fick? Ist das, weil ich irgendwie die Burg getroffen habe oder so? Okay, wir haben ja auf jeden Fall alle getroffen. Na gut, dann versuchen wir mal Typ B. Ja, Wahnsinn. Alles klar. Wieder keine Belohnung. Okay. Ich weiß auch nicht, ob das an den Punkten liegt oder an irgend... Junge. Shit. Shit. Das war zu tief. Oder geht das nur, weil wir jetzt Spiel C haben und das ist halt wie, ich sag mal, wie bei, genau, wir kriegen jetzt hier, okay, wir müssen halt Spiel C machen, jetzt verstehe ich. Dann haben wir A ist von Spiel 1, B ist von Spiel 2 und wir sind jetzt gerade in Spiel 3, also das dritte Mal in der Bude und deswegen müssen wir C machen. Okay, das ergibt Sinn. Deswegen habe ich ja auch gesagt, das erinnert halt sehr stark die Spiele an das. Ich dachte immer, dass man dann immer mehr Level hat, die man lösen kann. Aber alles klar. Das gibt natürlich auch Sinn. Shit. Aber dann frage ich mich, jetzt, wenn ich alle verkacken würde. Also, von Spiel 1, 2 und 1 und 2. Ja, wir haben alle. Also, meine ich. Da müssten wir doch theoretisch, sind 6 Kronkorn gewonnen. Dritte Reihe der Sammlung vollständig und 35.000. Genau, und das ist zum Beispiel auch gut, weshalb wir noch nicht den Dings gemacht haben. Also ob man dann die anderen Sachen auch bekommt, frage ich mich. Keine Ahnung. So, schauen wir uns doch mal an. Wir haben die dritte Reihe komplett. Das heißt, wir haben einmal den Händler. Was sagt er? Welcome. Welcome. Guter Junge. Wir haben einen mit einer Sense. Der ist bestimmt ein bisschen auf dem... Ja, auf dem Agar unterwegs. Okay, der weiß auch alles. Der ist in einer Band. Der ist in so einer Metal-Band. Sag es! Meister! Meister! Und was sagst du? Don Pedro. Alles klar. Haben wir geschafft. Sehr schön. Da fehlt uns nur noch die letzte Reihe, wann auch immer wir die kriegen. Bin ich mal gespannt. Ich habe am Samstag etwas gegönnt. Eine
Ach so, JBL-Box. So wegen Musik hören. Cool. Ja, ich bin ja wegen Kopfhörer, gucke ich ja aktuell. Aber ich habe da halt überhaupt keine Ahnung. Okay, also erstmal schauen wir mal beim Stichwort verkaufen. So, was haben wir denn für dich? So, wir haben erstmal ein Spinell, 2 Stück. Seinen Spinell haben wir einen. Ja, Krone mit Kerben. Ich weiß halt nicht, was in die Kerben reinkommt. Da müssen wir mal gucken. So, was können wir denn aufleveln? Wir können einmal das Schrotgewehr. Das haben wir auch, ne? Ich meine, ja. Genau, wir können die Kapazität einmal auffüllen. Und jetzt nichts mehr. Moment, die ist jetzt voll, oder wie? Die Blacktail haben wir, ne? Also, es ist ja wirklich immer die Diskussion mit Blacktail oder Wet 9. What are you buying? Guck auch nochmal nach. Wet 9, 1,6. Und die hat auch 1,6. Warum habe ich denn die? Aber die Feuergeschwindigkeit ist bei der Blacktail schneller. Kapazität ist höher. Ladegeschwindigkeit ist total langsamer. Also eigentlich... Aber ich habe gehört, die Wet 9 soll besser sein. Hervorragend zu bedienen. Ich lasse auch die Blacktail. Was gibt's denn? Geschichten aus dem Polanergarten? Oh, da ist sie ja. Schick, schick. Ja, ich wüsste halt nie, was ich damit machen soll. 100, ja, das geht ja noch für 99. Bei mir wurde auch mal gesagt, warum hast du sowas nicht? Ja, aber ich habe hier alles analog. So, bei mir, das wäre halt nur cool, wenn ich irgendwie mal unterwegs bin oder sowas, aber... Ja. Kapazität können... Also ich würde erstmal die Feuergeschwindigkeit erhöhen. Ja, wir könnten beides erhöhen. Da können wir nur die Kapazität erhöhen. Ich weiß gar nicht. Ich würde tatsächlich noch. Ich erhöhe das mal. So. Man hat man. So, jetzt gehen wir speichern. Können ja auch theoretisch noch die Lampe und das verkaufen. Das ist ganz nett zur Musik hören und so. Ich höre dich über die Box. Oh Gott. Hallo, hallo. Test, test, test. Hört man mich? Ja, wie gesagt, ich habe das, also hier habe ich Boxen am Computer, das geht. Und am Fernseher habe ich halt so eine Soundbox. Sie hat mir mal in Rio geschenkt, mal zum Geburtstag, damit meine hier vernünftige Box da zur Party zu machen. Fand ich total cool, die Idee. Deswegen nochmal ein Danke, Senrio, falls du das nachträglich hörst. So. Ey, was ist denn hier los wieder hier auf Discord? Moment. So. Test bestanden. Sehr gut. Das war mein Ziel. Oh. Meint ihr, das ist gut? Ein langer, enger Tunnel, wo wir nicht wissen, wo es hingeht? Oh. Okay. Ich habe das Gefühl, wir müssen den ganzen Bereich hier klären. Ich glaube, ich weiß auch, wo wir hinkommen. Okay. Kenne ich. Da war ein Schatten oben. Muss ja nichts heißen. Oh! Ich dachte, da stand so was wie einsteigen oder so, aber anscheinend ja nicht. Ich spiele auch einfach, also keine Sorge, Leute. Wir werden höchstens sterben. Aber das machen wir auch in einem anderen Schwierigkeitsstufen. So. Okay. Das sieht mir nicht geheuer aus. Die Lampen auch nicht. Achtung, bei Überladen des Wagens mit Dynamit wird der Trennschalter betätigt. Der Trennschalter. Ich habe das Gefühl, wir müssen irgendwie da hinten, da müssen wir hochklettern, den runterschieben oder sowas. Picadillo. Cógelo.
Ah. Oh, hi. Wie geht's? Aua. Das war jetzt nicht so nett. Hast du überlebt? Nö. Hallo. Wo sind sie? Wo sind sie? Hallo? Ach da! Hi! Wie geht's? Okay. Kann er hier hochklettern? Aua. Sind die jetzt nicht so nett? Konzentriere mich gerade ein bisschen. Soll nicht wütend sein. Seid ihr Zwillinge? Und hoch. Bisschen Geld klauen. War da noch einer tot? Oh. Lungern ja noch mehr. Da lungern ja noch ganz viele. Ein Lungervolk. Tschüss. Dort hätte noch einen gesehen. Die Plagas auf den Felsen sehen fossil und mumifiziert aus. Hey, das war das Bild. Die Parasiten scheinen tot zu sein. Scheinen. Genau, ja, scheinbar tot sein. Das ist, glaube ich, so eine Art, so ein Resident Evil Ding, dass man immer denkt, die sind tot und dann kommt raus, dass doch alles irgendwie am Leben ist. Ja? Hier wird irgendwie nichts gedroppelt. Das ist ein Trendschalter. Stromversorgung ist aktiviert. Das Ding braucht nicht mehr bedient werden. Ach so. Alles klar. Deine wenigen Sachen habe ich zur Hälfte besorgt. Nur Kleinigkeiten besorgen. Der Rest ist in deinem Ort. Ich verrate mir doch jetzt nicht so viel. Lass mich ein bisschen überraschen. Oh, der lädt aber schnell nach. Ich bin echt gespannt. Ich bin echt gespannt. Ich muss die Tage auch noch ein Paket wegschicken. Ich habe ja schon erzählt, ich habe zum Geburtstag Comics bekommen. Also, nee, zum Nikolaus war das genau. Nikolaus habe ich einen Comic gekriegt. Und angeblich, zum Geburtstag hätte ich noch mehr Comics gekriegt. Aber, ja. Die hatte ich aber gewonnen zum Geburtstag, das wisst ihr ja, ne? Ich habe ja dieses eine Gewinnspiel gewonnen. Und, ja, und dann waren meine Eltern halt so ein bisschen scheiße. Nach dem Motto. Und dann habe ich gesagt, ja, aber ich kenne jemanden, der Ezio. Der hätte die bestimmt gern. Ja, und jetzt muss ich dem die noch rüberschicken. Hebel betätigen, ja. Oh oh. Oh! Das ist doch eine Überraschung. Ja, ja. Was soll man sagen? Oh, denn droppen die. Ich hab sie gesehen. Echt, ist das dumm. Das ist sogar sehr dumm. Ich verstehe auch nicht, warum sind das... Achso, weil die Dorfbewohner das hier ausgraben. Ich wollte gerade sagen, warum sind das denn nicht die Burschen hier aus der Burg? Das wird doch irgendwie ein bisschen interessanter. Weil die auch so ein bisschen anspruchsvoller sind. Und tot.
Moment, ist hier irgendwo noch ein Schalter? Achso, oder ich muss bestimmt jetzt den nochmal aktivieren, ne? Alles klar. Dafür bin ich ja da. Was kann ich denn da machen? Oh, war noch einer. Ich habe übrigens gehört, dass da noch jemand rumlungert. Keine Sorge. Wer lungert denn hier? Ach. Hallo? Roundhouse. Ich liebe es, wenn die sich selbst anzünden. Und tschüss. Okay. Sehr schön. Darf ich nochmal anmerken, dass ich das Spiel sowas von spaßig finde? Also ich habe das selten mit einem Spiel, dass ich wirklich so sage, boah, Alter, aber Resident Evil 4, also jetzt mal ohne Scheiß. Dynamit. Was mache ich denn jetzt mit Dynamit? Ja, oder ich muss das da vorne hinpacken, ne? Wo wir vorhin waren. Aber ich glaube, wir müssen irgendwie darüber. Das ist die Frage. Was soll ich hier machen? Oder hat das irgendwas mit dieser Apparatur hier zu tun? Ich habe keine Ahnung. Okay, das Ding braucht nicht mehr aktiviert werden. Ist auch nichts. Also ich sag mal so, das sieht hier auch echt cool aus, ne? Ich habe auch voll Bock schon auf das Remake irgendwann mal zu zocken. Ach so, ich bin ja auch blöd. Der Felsen versperrt den Weg. Hab den nicht gesehen, ich tüdel. Ja, es wäre gut, ein bisschen weiter wegzugehen. Lauf, Leon, lauf! Munition, Munition, also Bomben. Das könnte Böses bedeuten. Böse? Okay, versuchen wir es. In den Raum kann ich mich gar nicht erinnern. Das sieht aber aus wie ein Bossraum. Doch! Es ist ein Bossraum. Ich kann mich dran erinnern. Ich kann mich dran erinnern. Es ist auch ein Bossraum. Weil hier sind, es kommt gleich, glaube ich, ein großer Boss. Okay. Ich habe Angst. Kann ich noch wieder ausmachen? Nein. Erstmal umgucken, ne? Erstmal das ist das Wichtigste. Erstmal schauen, was hier überhaupt ist. Ja, also für die Leute, die jetzt gerade einschalten oder so, nein, ich habe keine Ahnung von dem Spiel. Ich habe mal Let's Plays davon gesehen, das ist aber lange her und das meiste habe ich wieder vergessen, nach dem Motto, oh, ich werde das bestimmt auch mal spielen. Also habe ich das vergessen. So, also müssen wir jetzt hier rausfinden, was hier so schönes ist. Ich wollte gerade sagen, das ist eine ziemlich große Tür. Dafür war der Raketenwerfer da. Ja gut. Wir uns in der Vergangenheit ja schon mal geschaut. Das war dumm. Das war sehr dumm.
Ruhig, ganz ruhig. Das war auch dumm. Also ich weiß, ich hatte mal einen besiegt mit dem hier. Das war dumm. Eins. Wenn der das überlebt, ne? Wenn der das überlebt, ist das ein großer, großer, guter Bursche. Geh wieder zu. Dieses blockiert. Ach so. Auch schön. Blockiere hier auch mal gleich was. Aber schön, dass man nur einen besiegen kann. Das ist eine gute Sache. Das war überraschend. Ich hab stürzen. So, erstmal gucke ich, ob ich noch so ein gelbes Ding habe, aber anscheinend nicht. Scheiße. Ich mag nicht, wie schnell die sind. Shit, das war unser letzter. Oh! Das war Verschwendung. Aber ist okay. Shit, das war Doppelverschwendung. Wir haben so viel Pistolenmunition, deswegen benutze ich die. Okay, also Feuer juckt ihm nicht. Ich benutze gerade so viel Scheiße. Nicht klack-klack machen. Gamecube nicht klack-klack machen. Ich weiß, du machst gern klack-klack. Aber das bringt mir nicht viel. Steht auf klack-klack. Der macht übrigens auch gern klack-klack. Ich bin so doof, ne? Ich bin so doof. Genau, einfach hier hoch. Von oben runterballern. Oder ich glaub nicht, dass man hier irgendwie so eine Möglichkeit hat. Ich würde sagen, auf langer Sicht irgendwie. Also das glaube ich immer noch nicht, dass das funktioniert. Genau, das blockiert immer noch. Oder es passiert sowas. Der hat
man hier schon eine Möglichkeit, um das gut zu machen, und der Bass verkackt es trotzdem. Wie sieht's aus? Ich glaube, der hat irgendwas in der Hand. Ne, sah nur so aus. Wäre so lustig, wenn ich den gar nicht besiegen muss, ne? Wenn ich einfach durch die Tür muss. Ich glaube, das ist sogar so. Hey, ich mag Bosskämpfe. Alleine Resident Evil. Stehe ich drauf. Oh, hey! Ich wollte gerade sagen, oh, der fällt jetzt runter. Nö, nö, nö. Der macht erstmal seine Special Attack. Der Bursche, der weiß, wie es geht. Der weiß, wie man mich verarscht. Der weiß, wie ich gute Bosskämpfe mag. Zwar unerwartet. Ich mag wirklich Bosskämpfe in Resident Evil. Die sind aber leider oft viel, viel zu kurz. Allein wenn man nur so einen Brocken vor sich hat oder sowas. Ist er tot? Nein. Und wenn man dann noch Furze auslöst, ist es frech. Wir sind leer. Der verbraucht echt viel. Ey, kannst auch treffen hier. Ich habe das Gefühl, wir können den gar nicht besiegen. Als ob jetzt nicht der Schrei kommt. Als ob der so viele Patronen schluckt. Das finde ich noch frecher. Ich weiß nicht, was ich frecher. Ey! Hey! Als ob! Wir haben fast keine Munition mehr. WTF! Das glaube ich nicht. Mach das. Ich hatte das Gefühl, wir können ihn nicht besiegen. Also wenn dem so ist, dann finde ich das frech. Besonders weil, woher soll ich das wissen? Ich verstehe es gerade auch echt nicht. Ja, das geht aber noch, ne? Ja. Ja, bitte. Bitte nicht sterben. 15.000, das ist eine Aufladung. Okay, wir mussten ihn besiegen, alles klar. Aber warum? Ja gut, hätten wir mal den Raketenwerfer behalten, ne? Hätten wir den mal behalten, dann wäre es vielleicht ein bisschen interessanter geworden, aber... Junge, Junge, Junge. Junge, Junge, Junge. Bin mal gespannt, wie lange jetzt noch das Kapitel geht. Hey Toto, was geht? Willkommen. Ist noch was versteckt? Nö. Okay, jetzt mal ganz ruhig. Sag mir jetzt nicht, ich habe keine Munition mehr. Krank. Ja, wer bist du denn für einer? Und du?
Dachte, wir hätten die alle erledigt, aber okay, dann existieren die wohl noch, ne? Oh Gott, hast du mich erschreckt. Doofes Vieh. Hey! Nicht so frech. Los, gib mir eure Augen. Mehr will ich doch gar nicht. Oh. Grün, nicht grün. Hey! Scheiße. Okay, wir haben es geschafft. Gib mir eure Augen. Ah! Auch blau. Dachte echt, wir sehen die nicht mehr. Aber gut. Alles klar. Nehmen wir mal das. Nein. So, was wollte ich denn jetzt machen? Ja, das wollte ich machen. Gut. Alles klar. Haben wir auch wieder genug Zeug. Das ist Gewehrmunition. Davon haben wir gerade. Das ist Magnum-Munition und das ist TMP. Ja, die brauchen wir nicht. Und das ist... Doch, wir haben Pistolen. Gut, okay, ich behalte jetzt die trotzdem. Die streut schön. Hier steht, die beiden Lichter werden einen neuen Weg bescheinen. Okay. Das wohl ein Rätsel ist. Das werden wir sehen. Ich brauche keine Blatt. Ich höre ihn wieder. Scheiße. Ach komm! Ja, das war's dann mit dem Loot. Das war's dann mit dem Loot. Ganz in Ruhe. So, was haben wir hier? Ist irgendein Schalter. Sag jetzt nicht, dass die Sprachfunktion auch nicht funktioniert. Wieso funktioniert denn heute einiges nicht? Das ist meine Düde. Willkommen, Senrio. Ist irgendein Schalter drücken? Ja, immer drücken. Ich muss sagen, in dem Spiel hatte ich auch noch bis jetzt noch keinen Punkt gehabt, wo es sich nicht gelohnt hat, irgendwie einen Knopf zu drücken. Also beziehungsweise wo es negativ aufgefallen ist. Hallo? Nee, Leute, bitte keine Sachen mehr im Chat. Also keine Dinger mehr machen. Das bringt anscheinend nichts heute. Tut mir leid. Rot. Rot. Das ist ärgerlich. Okay, ich glaube, dann öffnet sich die Tür wahrscheinlich. Hier steht, die beiden Lichter werden einen neuen Weg bescheinen. Alles klar, das hatten wir schon unten so einigermaßen. Da müssen wir jetzt nur noch mal so einen anderen Raum finden. Okay, da hinten haben wir noch mehr Burschens. Ah, ich habe auch... Ja gut. Ja, sie sind einfach nur nervig. Wo ist denn der eine? Scheiße. 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 Ich hoffe, die können mich nicht runterschmeißen. Sonst hätten wir ein Problem. Ich habe doch gerade gesagt, mach nicht bitte die Punkte. Das bringt nichts. Hört ihr nichts. Ist doch jetzt nur eine Verschwendung. Grün, grün, grün. So. Gut. Ab in die nächste Kluft. Ah, ist wieder grün.
alles grün. Warum ist das so tief? Und warum existiert das? Ja, irgendein Schalter drücken. Ja. Hey Ezio, hi! Wir sind gerade bei Resident Evil 4 dabei. Bei dem strahlenden Licht. Und jetzt kommt die Königin, ich sag's euch. Wir hatten ja gerade nur einen Bosskampf. Weil ich mich sehr blöd angestellt habe, aber hey. Als ob. Und da soll ich jetzt durch? Wo es jeden Moment wieder so ein Lichtstrahl rauskommen könnte? Wer weiß. Die Kamera ist übrigens sehr, sehr undankbar. Vier Gegner, vier Schüsse, vier Treffer. Ich liebe es, dass ich da... Dass das anscheinend nicht viel gebracht hat, aber hey. Ja, gebt mal einfach, was ihr wollt, aber schön wäre immer noch ein blaues Auge. Aber anscheinend nicht. Wenn das Herr... Wenn das Herr spielt... Wenn der Herr Spiel das nicht will. Kommt doch bestimmt von hinten noch einer, ist das so. Ein blaues Auge. Eins. Wenn ich das sehe, habe ich direkt wieder Bock. Ich muss auch wirklich sagen, Ezio, das Spiel ist so geil. Es macht richtig Spaß. Ich spiele es ja zum ersten Mal und es ist... Also ich mag ja sonst keine Horrorspiele, aber es ist... Moment, ist das nicht dieses Abteil, das richtig scheiße ist? Aber es macht so hammer Spaß. Ich habe das so selten mit Spielen, dass ich auch wirklich dann weitestgehend sage, irgendwie gameplay-technisch, boah, ja. Aber das ist es halt. Also das ist es halt wirklich, das Spiel. Hier höre ich öfters, dass Leute Probleme haben. Deswegen mal sehen, ob wir auch Probleme haben. Weil ich das jedenfalls bei jemandem im Durchlauf gesehen habe. Und ich glaube, wir haben schon die Passage geschafft. Ich finde das Spiel einfach auch gameplay-technisch interessant. Es ist so gut gemacht. Es macht einfach Bock. Das ist ein Spiel, das kann ich mir auch vorstellen, dass ich das öfter spiele. Gegenstände irgendwo wegnehmen, besonders in solchen Räumen, ne? Wir haben alle Indiana Jones geguckt, den ersten. Jäger des verlorenen Schatzes. Du willst königliche Insignie. Oh. Oder man geht irgendwie raus. Hey, Kapitel Ende! Das ging jetzt aber flott. Wie lange haben wir gebraucht? Doch, so eine Stunde war das jetzt. Schön! Schön, schön, schön. Speichern, ja. Danach habe ich leider aufgehört. Ja, ja, ich gucke auch mal, wie weit ich noch gehe. Nur einmal gespeichert, krass. Ja, Leute, das war das Kapitel. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Mal gucken, wann es weitergeht. Und jetzt quasseln wir noch ein bisschen. Resident Evil 4.